Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen. So, wir sind jetzt endlich in dem Level, der Ozeantoast wieder, in dem wir das Monster, den Yokai, loswerden, der dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt hier gelandet sind, damit wir mit unserem Schiff weiterfahren können. Wir haben ihn in der letzten Folge auch schon gesehen, sind aber eigentlich viel zu früh dran. Wir müssen nämlich vorher ein paar Leuchtfeuer entzünden, ganz einfach aus dem Grund, dass der Bosskampf ein bisschen leichter wird. Wir könnten den Bosskampf auch jetzt schon versuchen. Das mussten wir ja sogar notgedrungen. Aber keine gute Idee. Wir müssen... Der hat halt Unterstützer und die werden halt von den Leuchtfeuern in Schach gehalten. Die wir aber noch nicht komplett entzündet haben. Wir haben erst eins entzündet. Es müssen aber drei werden. Eins haben wir da, seht ihr? Derer brauchen wir drei. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo hier überall Leute rumgekreucht sind. Hier waren, glaube ich, keine. Hier war halt noch der Kumpel. Ich weiß nur nicht, ob da noch mehr sind. Sonst könnte ich mich ja mal anschleichen und den einfach platthauen. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Andererseits, wir müssen ja drei Leuchtfeuer finden. Vielleicht ist eins in der Richtung. Das könnte durchaus sein. Wollen wir es einfach mal versuchen? Ich meine, es ist nicht so weit weg vom Startpunkt. Dann schleichen wir uns mal an den Kumpel hier an. Oder wir könnten ihn auch anlocken, indem wir einfach was auf ihn draufschmeißen. Das wäre die andere Alternative. Ja, wir könnten natürlich auch einfach mit der Axt um uns wirbeln. Doch, es ist noch einer da. Habe ich mir doch fast gedacht, dass der hier nicht alleine rumhockt. Naja. Aber sonst ist hier nichts. Wenigstens hier so ein kleiner grüner Knilch. Wo kommst du denn her? Oh. Autsch. Aua, autsch. Du hast nicht gemerkt, wie ich deine Kumpels platt gemacht habe? Du tauchst erst auf, wenn ich da ums Eck gehe? Du bist mir ja einer. Du bist mir ja einer. Ja, ihr seht ja, ich habe hier sogar jetzt ein drittes Slot-Set. Das habe ich mir beim Schmied geholt für Gunstpunkte. Hatte ich noch gar nicht erwähnt, ne? Da kommt immer irgendwas runter, aber ich habe immer Angst, da springt nicht gleich was an. Aber da passiert wohl nichts. So. Kann ich hier noch irgendwie was beten oder sonst was? Nee. Kann ich nur die Truhe hier öffnen? Munition nehme ich natürlich sehr gerne. Ich will hier nicht das Heiligtum kaputt deppern. Also. Also ich kriege hier wirklich Massen an Feueramuletten. Okay, hier reingehen bringt uns auch nicht weiter. Soweit haben wir jetzt auch erfahren. Aber wir haben immerhin ein bisschen Amrita gemacht. Das ist ja auch was. Und wir haben ein bisschen Zeugs eingesammelt. Ebenfalls von Vorteil. Wo waren denn noch welche? Ich hatte mich hier nicht quer rüber getraut. Zu Recht, genau, ganz da hinten ist noch einer.
Den konnte ich aber von hier aus noch nicht anvisieren, glaube ich. Oder wie war das? Na? Okay. Und dann hatte sich da doch noch irgendwo einer versteckt. Oder? Nee, da ums Eck hat sich noch einer versteckt, genau. Der Drecksack. Den könnte ich jetzt theoretisch, praktisch, vielleicht. Nee. Nee. Was ist dann hinter der Tür? Wollen wir dann mal austesten, was hinter der Tür ist? Weil da, ich habe ja erst gedacht, da wäre der Boss hinter. Was sich dann als Irrtum herausgestellt. Oh, hi there! Stimmt ja, dich gab's auch noch. Der bemerkt mich vor allem nicht. Moment, ich muss eben gucken, wie ich dich am besten ums Eck bringe. Am besten auf die Birne. Zack! Das ist dann schon realistischer, wenn ich ihm damit den Kopf wegballer. Oh. Mein schlichtes Gemüt. Eieiei. So, dann gucken wir mal, was hier hinter den Türen ist. Ob man die überhaupt aufkriegt. Wie jetzt? Einfach nur eine Kiste? Und keiner, der mich angreift? Oder bewege ich mich besser hier nicht? Das sieht so brüchig aus hier. Das ist doch zu einfach. Komm, wenn ich jetzt geradeaus zu der Kiste laufe, dann breche ich doch hier garantiert durch. Das sieht doch hier so brüchig aus. Guckt euch das an. Wenn ich jetzt hier rüberlaufe, das bricht doch ein. Oh, shit. Kommt der hinterher? Der kommt hinterher. Hä? Was? Jetzt haut der ab. Was? Aha. Aha. Okay. Jetzt kommt ihr hier hinten über den Gang wieder zurück, oder wie? Wo läuft denn der hin? Ja, aber dann jetzt schnell zur Kiste, oder? Wo läuft denn der hin? Jetzt traue ich mich erst recht nicht da hinten hin. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel Zeugs gekriegt. Oh, guck mal hier. Stärkere Doppelschwerter. Wo ist denn der jetzt hin? Wie jetzt? Jetzt ist der weg. Der ist einfach... Hä? Ich bin verwirrt. Ich habe halt Angst, dass der jetzt irgendwann zurückkommt. Ha. Ist einfach weggelaufen. Den da müsste ich ja überraschen können, oder?
Farm ab. Pfeile kann ich hier sehr gut brauchen. Wo ist denn der jetzt hin? Ich habe Bedenken. So, der da war nicht tot, der lebte. Der da auf dem Boden. Wieso kannst du nicht schwimmen? Wieso kannst du verdammt nochmal nicht schwimmen? Mann, ist das ein Mist hier. Naja, wenigstens muss ich die Tür nicht mehr aufmachen. Andererseits ist sie jetzt offen, ne? So, da ist der Kumpel mit dem Pfeil und Bogen. Nee, das wollen wir nicht. Das hier wollen wir. Es ist besser, alles aus der Ferne Platz zu machen. Hier ist so wenig Platz zum Kämpfen. So, die Kumpels da hinten muss ich auch nicht mehr machen. So, dann als nächstes der hier. Wo ist denn mein Hundi da? Ich müsste mal austesten, ob ich hier einfach die Abkürzung nehmen kann. Aber dazu hätte ich gerne erstmal meinen Hundi zurück, weil sonst ist das ganze Amrita ja weg. So, als nächstes hatten wir hier den Kumpel, den ich in Ruhe abknallen konnte. Genau. Nee, warte mal. Oh, wait. Bin gleich soweit. Das Ding macht aber auch einen Krach, ey. So, das hier verwenden wir mal nicht. Was haben wir hier noch? Das hat Wasserschutz und ist stärker als das, was ich jetzt habe. Das nehmen wir doch glatt, oder? Das nehmen wir doch glatt. So. Oh, hier gab es doch einen Fächer. Aha. Aha. Bringt mir aber nicht so wirklich was. So, jetzt hatte zuletzt der Yokai für mich schon Platz gemacht. So. So weit, so gut. Soweit, so gut. Hundi kriegen wir schon mal wieder, hoffe ich. Wenn wir uns jetzt nicht vertreten hier.
So, und dann bleibt immer noch der Kumpel. Okay. Das hätten wir schon mal. So, dann war hier noch einer ums Eck. Oder? Genau. Nee, schade. Wenn das Spiel sagt, du triffst da nichts, dann triffst du da auch nichts. Ich kann ja auch nicht anvisieren, ne? Ist das richtig? Ah, jetzt. So. Besser. Aber ich krieg viel Munition, das muss man schon sagen. Das ist hilfreich. So, da hinten ging's zum... Vor allem, da ist ja nochmal so ein Riesenvieh. Direkt vorm Endboss. So, da war noch einer. Hier ist noch einer. Ah, den hatte ich mit dem anderen Teil. Die sind nämlich ein bisschen besser gepanzert. So, und dann stand da oben noch einer. Genau. So. Wir wollten ja ursprünglich übers Dach, haben es uns dann anders überlegt, haben gedacht, da ist doch so ein großes Tor, vielleicht ist da eine Abkürzung, aber nein, Leute, nein. Da ist tatsächlich der Boss. Dann würde ich sagen, gehen wir über die Dächer, oder? Ich fürchte nur, da werden wir überall einbrechen. Oder hier hinten rum. Ist da noch irgendwo... Ich sehe leider nichts. Ich sehe leider gar nichts, was jetzt nach Leuchtfeuer aussieht. So, jetzt müssen wir natürlich auf den Dächern aufpassen. Die sind ja erfahrungsgemäß brüchig. So, weiter hoch kann ich schon mal nicht. Hier kann ich aber auch nicht lang. Und hier kann ich auch nicht. Doch, da kann ich lang. Aber da ist ein Loch im Dach. Da wackelt was. Lebt es noch? Ja, es lebt. Okay. Das heißt aber auch, dass ich hier unten lang kann, richtig? Hier ist aber alles kaputt. Hier sind überall Löcher. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, kann ich da drüber? Das sieht sehr wackelig aus. Hier kann ich zumindest nicht weiter. Aber ich will hier nicht drüber. Das sieht echt übel aus. Vor allem steht da noch einer. Steht noch so ein Kumpel. Nee, mit dem Ding vielleicht nicht.
Halt doch mal still. Oh shit. Okay. Okay. Steht hier noch irgendwo einer? Nee. Ich glaube nicht. Ich weiß noch gar nicht, was der Hund macht. Der schöne Feuerkläffer, den ich mir jetzt geholt habe. So, wie geht's denn hier weiter? Ich meine, wenn hier einer steht, dann geht's hier doch wahrscheinlich weiter, oder? Oder auch nicht. Ich könnte halt da hinten lang. Aber was bringt's mir? Aber wozu haben sie dann hier die Dächer gemacht? Vielleicht damit ich besser sehe, wo die Leuchtfeuer sein könnten? Oder muss ich hier noch weiter außen rum? Gott, ich habe Angst vor meinem eigenen Schatten hier. So, hier sieht noch alles heile aus halbwegs. Da ist eine Leiter. Oh. Ja. Will ich mich mit dem anlegen? Eigentlich. Ach, das ist der. Ah, das ist der von. Ah, hier komme ich auf jeden Fall runter. Ist die Frage, ob der mich findet. Ist das nicht. Ist das vielleicht der, der runtergesprungen kam in der letzten Folge, als ich da. Ich steige jetzt einfach ganz leise hinunter und hoffe. Ist der vielleicht da runtergesprungen gekommen? Ach, guck mal, da ist noch ein. Ein kleiner Kumpel. Ein grüner. Ein Kodama. Und das war's jetzt? Echt? Dafür bin ich hier außen rum und. Mehr gibt's hier nicht. Gibt's nicht. Echt jetzt? Dafür habe ich mich hier in Lebensgefahr gebracht. Oh Mann. Ich hoffe, der bemerkt mich jetzt nicht. Ja, das ist der, der da runtergesprungen kam. Tatsache. Okay. Den hätte ich also quasi auch weglocken können. Aber wir gehen jetzt ganz leise. Gehen wir hier rum. Und stellen fest, dass uns dieser Ausflug eigentlich so gar nichts gebracht hat, außer den kleinen Kodama. Okay. Aber wo sind denn die anderen Leuchtfeuer dann? Ich hatte ja gehofft, hier wäre so eins irgendwo. Aber gesehen habe ich, glaube ich, keins, oder? Habt ihr eins gesehen? Lohnt sich gar nicht zu fragen. Ihr seht es ja eh erst Tage, Wochen, Monate, nachdem ich das hier aufgenommen habe. Aber ich kann ja auch nicht da drüber laufen hier, oder? Nee, weiter hoch komme ich nicht. Also hier kann ich nicht lang. Okay. Aber neue Ausrüstung habe ich immerhin gekriegt, oder? Bin mir jetzt gerade nicht mal so sicher. Müssen auch langsam mal Schluss machen für heute, ne? Wo könnten hier Leuchtfeuer sein? Guck mal, wir haben doch so einen schönen Ausblick jetzt hier. Da hinten, da müssen wir dann gegen den Boss kämpfen.
So, hier sind wir hoch auf die Dächer gekommen. Hier kommen wir nicht weiter. Ich sehe aber auch nichts. Also hier ist noch irgendwie was Dickes, Fettes. Ist da irgendwo ein Leuchtfeuer vielleicht versteckt? Ist da eins? Ich sehe es nicht so recht. Keine Ahnung. Jedenfalls, Fakt ist, wir haben bisher nur eins aktiviert. Nun gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Dann müssen wir doch hier unten irgendwo lang. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da ist so viel, was mir Angst macht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.